Grüß Gott. Guten Tag. Halleluja. Ja, grüß Gott, ich komme aus Nordbayern und für die, die mich noch nicht kennen, ich habe festgestellt, einer unter euch, ein zukünftiger Schwiegersohn von Larissa und Waldemar, kommt genau aus meiner Heimat, aus Oberfranken. Hier sitzt er, der Daniel. Dann ist es cool, gell, unter so viele Westfalen zu sitzen. Aber wir zwei haben Jesus auf unserer Seite, keine Angst. Ne? Finde ich einfach schön. Ich wollte nur sagen, wo ich herkomme, für die, die mich noch nicht kennen. Ich heiße Baptist mit dem Vornamen. Das ist nicht meine Denomination, aber ich bin auch in einer biblischen Gemeinde. Und ich heiße wirklich Johannes Baptist, das ist Johannes der Täufer. Und mein Rufname ist einfach Baptist. Wenn man es mal begriffen hat, dann vergisst man ihn so leicht nicht mehr. Und ich lade alle ein, die mich heute ansprechen, sagt einfach Baptist zu mir, dann weiß ich, dass ich gemeint bin. Weil zu Hause nennt man mich auch so. Däube ist mein Familienname, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, ich habe keinen Ehering dran. Da bin ich schon mal angesprochen worden, du bist verheiratet in einer Gemeinde, wo ist dein Ehering? Du, ich habe 15 Kilo zugenommen und ich bringe den nicht mehr drin, ich bringe den Ring nicht mehr drüber über diese Fettpolster. Ich muss abnehmen, dass mein Ring wieder passt. Larissa ist mit dran schuld, dass es schwierig ist, weil die hat heute wieder so gut gekocht und so viel. Ich muss heute, ja, das alles noch verkraften. Es ist nicht einfach abzunehmen. Es ist ein schwieriger Ort zum Abnehmen hier, habe ich schon gemerkt. Oder zum Fasten. Und ich komme ursprünglich aus der Bankbranche und bin im Vollzeitdienst seit 8 Jahren bei Christen im Beruf als Schulungsleiter und Chapter Coach, Chapter Berater für Deutschland. Das heißt auch dadurch für Westfalen, Österreich und Schweiz. Und deswegen bin ich heute hier. Und ich möchte mit euch über ein Thema, Schwätze, sagen die Schwaben, über ein Thema sprechen, wo Pastoren und Pfarrer Schwierigkeiten haben, das noch anzusprechen in der heutigen Zeit, weil es wahrscheinlich gar nicht mehr gibt, sowas. Aber ich will einmal schauen, was derjenige, der das besser weiß, darüber zu sagen hat. Und zwar geht es um Sünde. Gibt es ja nicht mehr heutzutage, ne? Sünde ist höchstens nur noch ein Stückchen Torte, wenn man dann Bauchmuskeln, zu viel Bauchmuskeln hat. Ne? Diese, dann sollte man keine Torte essen. Wenn man eine isst, dann hat man gesündigt, ne? Torte gegessen. Aber sonst gibt es die Sünde ja in unseren lauwarmen Westen gar nicht mehr so. Aber schauen wir mal, es gibt einen, der es besser weiß. Und ich möchte jetzt auch nicht über diese groben Sünden sprechen, die man so in den Zeitungen auch liest, so Massenmorde und oder wenn ich meine Schwiegermutter erschieße, solche Sachen nicht. Das kannst du eh nur einmal machen. Ne? Schwiegermutter erschießen, hast du nur eine. Oder am Bankeinbruch, dann wirst du eingesperrt, dann kannst du keine Bank mehr einbrechen, weil du bist da weg dann, bist du eingesperrt. Ich möchte über die kleinen Füchse sprechen, über die sogenannten Lieblingssünden. Diese Sünden, die man nicht, die nicht so nach außen hin auftreten, wie gesagt, jemand umbringen oder am Bankeinbruch, sondern über die Dinge, die nach außen gar nicht so auffallen, die ich nur meistens nur ich weiß oder noch eine Person oder zwei Personen, aber Gott weiß es immer, und die mich immer wieder einfangen, diese kleinen Füchse, die mich nicht loslassen, diese Lieblingssünden, die man immer beichtet und bekennt beim Herrn und weiß genau, in 1-2 Wochen spätestens falle ich wieder rein, weil es schon jahrelang so geht. Und ich bin traurig drüber und krieg's aber nicht los. Und ich weiß nicht, wie ich davon frei werden soll, weil es immer wieder passiert. Und es ärgert mich und ich fühle mich schmutzig. Und so mein Gewissen sagt, du willst Gott dienen, schau mal, du fällst doch in einer Tour immer in dieselbe Sünde, diese Lieblingssünden. Ich mache ja auch sehr viel Seelsorge und weiß es immer wieder, dass Menschen kommen und erzählen mir und bekennen die und die Sünde. Dann frage ich immer, wie oft hast du die schon bekannt? Bestimmt schon 20 Mal oder 100 Mal. Das höre ich so oft. Und man kriegt es nicht los. Und ich selber hatte auch diese Probleme. Denk bloß nicht, dass ich ein bisschen frommer bin als ihr. Im Gegenteil. Ich bin hier der größte Sünder im Saal. Preis den Herrn, weil ich erlöst bin. Das ist aus Gnade. Das ist so schön heute rübergekommen. Super, diese Gnade, das ist doch so schön. Und wo das Maß der Sünde voll ist, ist die Gnade überströmend, sagt das Wort Gottes. Preis den Herrn, gell? Dass wir uns nicht verkrampfen und anstrengen müssen, weil Jesus schon alles getan hat. Ja, wie bekomme ich meine Lieblingssünden los? Darüber will ich heute sprechen. Schauen wir mal, was die Bibel dazu sagt, ob es überhaupt Lieblingssünden gibt, ob es überhaupt sowas noch gibt in der heutigen Zeit. So, und da steht im Markus Kapitel 9, Vers 42 bis
48. Ihr seid technisch voll gut drauf. Einfach super. Hab viele fähige junge Leute hier, finde ich stark. Man braucht fast keine Bibel mehr, stimmt's? Seit ich mit meinem Navi fahre, ist gar nicht so lang, ich habe es lang abgewehrt, merke ich mir keine Straße mehr, merke ich mir keinen Berg mehr, keine Liedfahrsäule, kein Geschäft, da musst du abbiegen. Wenn ich mal wieder hinkomme, weiß ich ganz genau, bei der Sparkasse rechts weg oder bei dem Berg, bei den Hügeln links weg, habe ich mir alles in den Kopf gemerkt, wenn ich einmal da war. Seit ich ein Navi habe, merke ich mir gar nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, wenn ich schon 20 Mal in diesem Ziel war, weiß ich ohne Navi nicht mehr, wie ich hinkomme. Ich habe mich richtig abhängig gemacht vom Navi. Und es ist eigentlich schade, wenn mal das Navi ausfällt und ich war schon 20 Mal da und komme ich nicht hin ohne Navi. So hat mich das Ding. Und es war immer schön, wie ich noch früher als Christ aufgewachsen bin, vor vielen Jahren, wenn der Prediger seine Bibel raus hat und hat gesagt, Lukas 12, 24, und hast du deine Bibel und hast genau gewusst, da kommt jetzt Matthäus und dann kommt Markus, dann kommt Johannes, Lukas, habe ich genau gewusst, da und da, jetzt kommt irgendwann Lukas, und dann kommt das, und dann habe ich schruckzuck, habe ich die Bibelstelle gefunden. War schon abgenutzt und Vermerke da und so weiter und alles, und ich habe mich in der Bibel richtig gut ausgekannt, weil ich schon tausendmal alles da gesucht und entdeckt habe. Sei es die Bibel gibt, es wird das Navi, lernst du nicht mehr in der Bibel ganz schnell eine Bibelstelle zu finden, ne? Die man irgendwann ganz schnell braucht auf der Straße oder irgendwo bei einem Besuch bei Nachbarn im Krankenhaus mit schweren Menschen, wo man predigen muss, weil ich habe mein Beamer nicht dabei. Jetzt konnte ich dir gar nichts von Jesus erzählen. Oder dass es eine Bibelstelle gibt, die genau für sie passt, weil ohne Beamer geht ja nichts mehr. Das ist gut, dass ihr technisch gut seid, aber es ist irgendwo auch mal zum Nachdenken ein bisschen abhängig. Ne? Man lernt einfach, man verlernt die Bibel selber auch als Handhabe. Ne? Wo steht's? Wie schnell finde ich es? Was kommt von dem Kapitel? Was kommt danach und so weiter? Das nur nebenbei. Ich wollte jetzt nicht die Technik kritisieren. So, da steht. Und wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Viele sagen, die Hölle, das ist, du bist von Gott weit entfernt. Hölle, das ist einfach nur Dunkelheit. Hier steht es ganz anders. Die wissen das alle besser als Gott, ne? Die Leute draußen. Hier steht, in das Feuer, das nie verlöscht, so sagt es die Bibel. Und wenn Menschen was anders sagen, die haben nicht die Bibel geschrieben, das ist von Herrn. Und dann, wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Hölle, hier steht Hölle. Naja, das ist halt ein bisschen weiter weg von Gott. Hölle. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen. Wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Nicht nur ein bisschen Dunkelheit, nicht nur ein bisschen weit weg von Gott, wo das Feuer nicht verlöscht. So steht es wortwörtlich in der Heiligen Schrift. Ja, wenn man das jetzt wortwörtlich nehmen würde, dass man sagt, ich habe das und das Problem, meine Hand verführt mich, Pornografie, mein Auge verführt mich, Unzucht und der Fuß verführt mich, irgendwo hinzugehen, wo ich nicht sein soll, und ich würde die ganzen Gliedmaßen abhacken, würden ja nur noch Krüppel rumlaufen. Ist auch nicht so cool oder so optisch schön. Aber was ist denn hier gemeint? Oder wie kann ich denn dieses Thema für mich umsetzen, ohne dass ich mich Augen ausstecken muss? Und wie schaffe ich es denn, diese Lieblingssünden, die mich schon viele Jahre belästigen und wo ich mich schmutzig fühle, wo ich die Freude auch verliere, den Geist Gottes betrübe, sagt auch die Bibel, den Weinberg verschmutze, diese kleinen Füchse, wie es so in der Bibel heißt. Wie werde ich denn frei? Wie komme ich denn davon los? Vor ein paar Jahren war ich das erste Mal in Israel. Ein Ehepaar, die mich eingeladen haben, es war alles umsonst für mich, gute Freunde. Die haben auch einen Freund in Israel, in Tel Aviv, das ist der Jakob Damkani. Wer kennt ihn zufällig? Jakob Damkani, kennt ihr ihn? Ganz bekannter Jesusgläubige Israelit, der auch oft in Deutschland auch ja, seine Arbeit vorstellt. Der hat in Tel Aviv ein Hotel. Und da war ich eingeladen, kostenlos, eine Woche Urlaub in Tel Aviv, aber auch mit Straßeneinsatz, Evangelisation
Und da erlebst du auch was, die orthodoxen Juden, die schmeißen wirklich noch Steine. Das ist echt interessant und spannend. So, und dieses Ehepaar, das mich eingeladen hat, wir haben so eine Gebetszeit zusammen gemacht, kurz vor dieser Reise nach Israel. Dann sagt die Frau zu mir: Baptist, ich habe so einen Eindruck in mein Herz bekommen, wenn du nach Israel, nach Tel Aviv gehst, dann sollst du in diesen Hotel ins 6. Stock gehen. Das ist da die Dachterrasse, weil dort wird Gott zu dir sprechen. Oh, das klingt spannend und da bin ich immer offen, wenn Gott zu mir spricht. Manche haben Probleme, Gott spricht, der ist doch tot. Also wir Christen in Bayern, wir feiern Auferstehungsfest und kein Ostern, habe ich gestern schon gesagt. Ostern feiern die Heiden, die feiern die Ostera, das ist diese heidnische Fruchtbarkeitsgöttin. Deswegen die Hasen und die Hühner und die Eier, das sind die Zeichen der Fruchtbarkeit für die Fruchtbarkeitsgöttin Ostera vom Heidentum. Aber wir Christen feiern Auferstehung des Herrn. Und wenn jemand auferstanden ist von den Toten, da lebt er. Und wenn jemand lebt, dann, wenn jemand lebt, kann er sprechen. Die Schwaben würden sagen, er kann er schwätzen. Ich liebe diesen Ausdruck. Und wenn Jesus auferstanden ist und wir feiern seine Auferstehung, dann kann er mit dir reden. Und dann redet er zu dir, wenn du dein Herz öffnest. Meistens spricht er zu mir durch Bibelstellen oder auch durch andere Personen, die nicht wissen, was sich jetzt in meinem Herzen bewegt. Und da spricht die Frau: Gott will zu dir reden, geh ins 6. Stock in Israel, in Tel Aviv, und ich kann alles, was ich hier spreche, beweisen oder Zeugen bringen. Da war ich natürlich ganz gespannt. Die ersten 3 Tage hatte ich keine Zeit. Da waren wir mit dem Bus unterwegs in Jerusalem und draußen im Land und haben uns die ganzen wichtigen Sachen angeschaut, mit Menschen gesprochen, von Jesus erzählt, für die Soldaten gebetet. Die sind so freudig, wenn du sagst, du kommst aus Deutschland, gerade die Deutschen, die die Juden verfolgt haben, und du liebst die Juden, du liebst dieses Land, weil du hast Jesus in dir und denen erzählst, das ist so gewaltig. Die meisten sagen, welcome my friend, und nehmen dich in den Arm und weinen, dass der Deutsche kommt und segnet dieses Land. So, und da hatte ich keine Zeit die ersten 3 Tage, aber dann, jetzt muss ich endlich mal rauf, weil ich warte ja, dass Gott mir irgendwie was zeigt oder was sagt. Und ich sitze oben auf der Dachterrasse nach dem 3. Tag und warte und warte und nichts tut sich. Und um die Ecke saß ein junger Mann, der war auch in Kanada auf der Bibelschule und in England, ein wirklich hingegebener Christ. Und er sitzt auch da so rum und schaut so in die Sonne. Und weil ich von Gott nichts gespürt habe, nichts gehört habe, nichts gesehen habe, kein Zeichen, bin ich zu dem hin. Sag ich, Stefan, ich habe eine Nachricht bekommen, einen Eindruck von jemand. Ich soll hier rauf, weil Gott zu mir sprechen will. Ich habe bis jetzt noch nichts gehört. Hast du eine Botschaft für mich? Hat Gott dir was ins Herz gelegt, dass du mir sagen sollst? Ja, sagt er. Ja. Ich sitze da und warte, ne? Er sieht mich und er reagiert nicht. Ja. Und was sollst du mir sagen? Ich soll dir sagen, Gott freut sich über dein Gelübde. Naja, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Klingt jetzt ziemlich langweilig, war ein bisschen enttäuscht. Aber dann ist was ganz Großes draußen entstanden im Nachhinein. Gott freut sich über dein Gelübde. Der Name Sünde ist sowas von vernachlässigt im Reich Gottes, wird fast nicht mehr gepredigt, und das Gelübde genauso. Über Gelübde haben wir in unserer Gemeinde nie was gehört. Ich kenne natürlich mehrere Bibelstellen, ich werde es auch beweisen, dass die Bibel drüber spricht. Aber Gott freut sich über dein Gelübde. So, was war geschehen? Wer mein Zeugnis kennt, mein Lebenszeugnis, weiß, dass ich in meinem alten Leben, bevor ich Jesus kennengelernt habe, meine Hauptprobleme waren Unzucht, Hurerei, Ehebruch, geraucht wie ein Schlot und Alkoholmissbrauch. Ich habe viel Probleme mit Alkohol gehabt. Ich habe mich, Depressionen, Ängste waren meine Probleme, Selbstmordgedanken und so weiter. Und ich habe mich zu Jesus bekehrt und Jesus hat mich befreit. In kurzer Zeit befreit, ganz schnell von Depressionen und Angstattacken, Ehebruch, Ehescheidung und vom Alkohol. Und Alkohol war eines meiner größten Probleme. Weil durch den Alkohol kommen auch Ehebruch zustande. Durch den Alkohol kommen Unzucht, weil der Alkohol macht alles ein bisschen leichter, sagen sie in Österreich. Das ist ein Problem, wo viele Probleme beginnen. Der Start oder die Tür zu vielen Problemen. Und ich war so froh und dankbar, dass ich keinen Alkohol mehr gebraucht habe. Ich habe mich gar nicht mehr danach gesehen, weil ich habe für mich beten lassen. Ich rauche seitdem nicht mehr, kein Alkohol, und meine Ehe wurde erneuert und einfach super. Und es war eine richtig schöne Zeit, immer nüchtern zu sein. Früher im alten Leben bin ich mit meinem Porsche früh um 4, früh um 5 heimgetigert mit 220 Spitze Sachen drauf und 2 Promille oder 3 Promille unter der Haube so.
Und ich bin heute dankbar, dass ich immer gut heimgekommen bin und nie von der Polizei. Das sind Riesenwunder, die da geschehen, wenn das da nie was passiert ist, dass ich noch lebe. Und da habe ich immer gehofft, dass mich die Polizei nicht anhält. Da war ich immer dankbar, wenn ich heimgekommen bin, ohne Kontrolle. Und dann, wie ich frei war und überhaupt kein Alkohol mehr getrunken habe und ich habe auch kein Verlangen mehr danach gehabt, habe ich immer gehofft, wäre doch schön, wenn mich die Polizei mal anhalten würde, jetzt früh um zwei. Ich bin so schön nüchtern. Mit denen könnte ich da einen Spaß haben und so weiter. Jetzt halten sie mich nicht an, ne? Das wäre doch cool mal, wenn man so nüchtern ist, immer ein schönes Gefühl. Das ist einfach immer schön. Du bist immer irgendwie nicht belastet. Du bist immer frei, hast immer einen Verstand, machst keinen Blödsinn durch den Alkohol, bist mit dem Auto immer gut drauf und so weiter, überfährst niemand, keine Kontrolle. Und das ist im Alkohol, nüchtern zu sein, das ist ungefähr wie wenn du bist für jede Situation gewappnet, weil wer besoffen ist, der ist immer schuld, auch wenn er im Recht ist, aber der hat gesoffen, der ist immer schuld. Bei Ehestreitball, ja, der säuft, also ist er schuld. Und es ist ähnlich, wie wenn du bereit bist für die Wiederkunft Jesu. Wenn du jeden Tag bereit bist, dass dir in Rückung kommt, dass Jesus wiederkommt, das ist ein schönes Gefühl, da kommt, komm mal, was will, du bist immer bereit. So ist es, wenn du immer nüchtern bist, so ähnlich. Das andere ist natürlich viel schöner, wenn die in Rückung kommt. So, und aber da hat mich niemand angehalten, niemand kontrolliert, die hätte ich es gerne gehabt. Und da habe ich immer gerne auch früh um zwei, früh um drei, wenn ich auf Konferenzen war, beruflich, damals war ich noch selbstständig Finanzberater, den Kollegen von Jesus erzählt. Ich war immer gut drauf, ich war immer fit, immer gesund, immer ausgeschlafen und habe immer gepredigt, von Jesus erzählt. Und viele Kollegen und Menschen aus der Nachbarschaft haben sich bei mir für Jesus entschieden. Eben auch auf Konferenzen in Hotels, wo ich beruflich unterwegs war. Es war mir nie zu spät, mit denen noch zu beten, früh um zwei, früh um drei. Der hat Probleme gehabt, dann habe ich mir angehört, Seelsorge gemacht, für die gebetet, Schriften verteilt, viele zu Jesus geführt und mich um sie gekümmert und alles. War mir nie zu viel. Und es war richtig schön. Und meine Frau hat es richtig gefreut und gefallen, dass ich immer nüchternen Ehemann hatte, weil früher, wenn ich besoffen war, ging es ihr nicht gut mit mir. Dann kam eine Zeit, wo ich im Beruf sehr erfolgreich war. Gott hat mein selbstständiges Finanzbüro sehr gesegnet. Es war ein deutscher Bankkonzern. Und ich wurde viel eingeladen zu Veranstaltungen, wo man uns ausgezeichnet hat, die Besten. So, ich war immer so Nummer 1 Deutschland oder Top 10 bei den 10 Besten in Deutschland mit dem höchsten Umsatz. Da wurden wir immer eingeladen, da am Rhein nach Bonn in die großen Hotels so. Und dann wurde gefeiert, wir wurden dann geehrt, die Besten wurden dann mit Urkunde übertragen und dann goldene Uhr und dann auch in Essen in der Krugerhalle, wo das erste Prochrist war, wo Billy Graham aus Amerika gepredigt hat. Ich wurde auch durch Billy Graham ausgebildet, war bei den ersten Prochrist-Mitarbeitern dabei und Cliff Richard da gespielt hat, auch da stand ich auf der Bühne, wurde ausgezeichnet, war der Mitarbeiter unter 3000, der in der kürzesten Zeit den meisten Umsatz gemacht hat, seit Bestehen der Firma. Und dann ist geehrt worden und dann ist das Bier geflossen, dann ist der Sekt geflossen, dann ist der Wein geflossen. Und meine Kollegen, es waren immer so 1000 Leute in den großen Hotels, die haben gefeiert und gefressen und gesoffen. Die haben nicht gegessen und getrunken, die haben gefressen und gesoffen, es war so. Und das Bier ist geflossen und ist über ein Glas rausgeschwappt, so dieses Gölsch, ne? Gölsch da, diese Reagenzgläser, das sind ja keine Biergläser, das ist so richtig raus und versaut worden und die Flasche Wein war noch halb voll, die neueste bestellt und so richtig diese Weltmenschen, meine Kollegen, haben richtig das verschwendet. Und ich habe das alles mit erarbeitet. Es war ja auch mein Verdienst, dass die kostenlos hier sich vollsaufen und so verschwenden. Und ich habe immer nur mein Wasser getrunken und habe von Jesus erzählt. Und dann kam immer so eine Und mich hat es geärgert, dass die das so verschwenden, was ich erwirtschaftet habe. Ich habe den Hauptanteil gehabt und ich habe das nicht genutzt, nur das Essen. Das Essen habe ich genossen, aber eine Flasche Wasser, das war dann alles. Und dann kam immer so eine Stimme in mein Ohr. Schau mal, Baptist, deine Kollegen und so, wie die das verschwenden, das Bier, das fließt hinweg, der Sekt, der Wein, die verschwenden das alles, da wird gleich nachbestellt, das spielt alles keine Rolle, das Geld. Und ich habe doch das alles mit erarbeitet, mit meinem Fleiß da auch noch gearbeitet, dass das Geld reinkommt und die verschwenden es und du hast nichts davon. Du könntest doch auch mal wieder ein Glas Wein trinken. Du könntest doch auch mal wieder zwei Bier trinken. Mit zwei Bier bist du nicht besoffen. Wenn dich die Polizei anhält, ist es auch noch so unter die 0,8-Grenze. Oder zwei Schoppen Wein. Jesus hat doch auch Wasser zu Wein gemacht und so weiter.
Bitte nicht falsch verstehen, ich rede über mich, weil ich ein Problem mit Alkohol hatte. Alkohol ist keine Sünde, Jesus hat auch Wein getrunken. Ich rede über die Personen, die speziell mit Alkohol behaftet waren oder sind. Und du kannst doch zwei Gläser Wein, zwei Bier trinken, bist nicht besoffen und hast es auch genossen und du musst dann nicht Auto fahren, du kannst da oben im Hotel dann schlafen und es spielt doch keine Rolle. Und die Stimme kam immer wieder und kam immer wieder und kam immer wieder, bis ich es geglaubt habe. Bis ich irgendwann nach mehreren Jahren, wo ich gläubig war, immer nüchtern Bier und Wein getrunken habe. Nicht allzu viel, 2, 3 Gläser Bier oder 2 Wein. Ich war nicht besoffen, aber ich war ein bisschen high. Ich war nicht mehr so nüchtern, wie ich immer war. Das Ergebnis war, ich habe keine Lust mehr gehabt, mit den Kollegen abends um 12 oder früh um 1 oder um 11 über den Glauben zu reden. Ich habe lieber Witze erzählt. Das Ergebnis war, ich bin nicht eher ins Bett gegangen, habe noch eine halbe Stunde in der Bibel gelesen. Ich habe lieber den Fernsehen eingeschaltet im Hotel und habe immer so durchgezappt. Und wenn auch so 6 Sendungen waren, so 6 Filme oder 6 Werbung, habe ich nicht umgeschaltet, sondern auch einfach zugeguckt. Das heißt, ich habe mich beschmutzt. Und ich habe gemerkt, es sind so kleine Füchse und der Alkohol hat mich wieder eingeholt. Ich habe mich nicht betrunken, aber er war ein Werkzeug vom Feind, mir die Freude zu rauben. Ich war nicht mehr immer nüchtern, ich war immer manchmal an der Kippe. Und wenn ich zu Hause war und habe auch mit dem Auto einen Termin gehabt, habe ich auch wieder 2 Bier oder 2 Schoppen Wein getrunken. Und es war immer an der Grenze. Und ich habe immer dann wieder Glück gehabt und mich gefreut, wenn ich heimgekommen bin ohne Polizei. Da war ich wieder dankbar. Davor hätte ich mich gewünscht, die hätten mich mal angehalten. Und mein Leben hat sich wieder komisch, andersweilig entwickelt. Und wenn jemand Seelsorge gewollt hat, habe ich gesagt, ich bin müde, lass mich jetzt schlafen. Wenn jemand ein Gebet wollte, habe ich gesagt, ich habe jetzt keine Zeit. Und wenn jemand über Jesus reden wollte, lass uns und so. Komisch. Und ich war immer so ein feuriger Christ, der gerne das Evangelium verkündigt hat. Und ich habe gekämpft mit diesem Thema und es war so, dass es wieder Gewohnheit war und ich habe regelmäßig, wenn ich irgendwo war, einen Termin hatte, gleich wieder Alkohol getrunken, Bier und Wein. Immer so 2 bis 3 Gläser. Und dann habe ich mich schmutzig gefühlt und habe mich über mich geärgert und ich habe das den Herrn Jesus bekannt und ich bin wieder gefallen. Ich habe es bekannt, ich bin gefallen, ich habe es bekannt und ich bin gefallen. Ich habe Alkoholmissbrauch gemacht, immer wieder und immer wieder. Und ich habe mich schlecht gefühlt und ich habe mich schmutzig gefühlt und ich habe mich über mich geärgert, dass ich es nicht geschafft habe, Nein zu sagen. Und ich war traurig und es war ein Kampf, ich kann es nicht beschreiben. Und davor, wer mich gekannt hat, hat gesehen, dass ich immer feurig war, voll des Geistes Gottes und voll die Liebe Gottes verkündigt habe. Viele Menschen haben bei mir zum Glauben an Jesus gefunden, jetzt ging gar nichts mehr. Diese kleinen Füchse haben mich gefangen. Dann wurde ich eingeladen, was heißt eingeladen, ich war alle Jahre beim AVC auf eine Missionsfreizeit. Wer kennt AVC? Waldemar Sadatschuk, kennt jemand hier? Ein ganz bekannter Prediger und Missionar, der viel auch in Osteuropa, in Russland, Sibirien missioniert. AVC heißt Aktionskomitee Verfolgter Christen. Wegen den verfolgten Christen in Rumänien ist diese Arbeit entstanden vor vielen Jahren und jetzt sind sie weltweit unterwegs als Missionswerk. Wunderbare Männer Gottes, die an die Front gehen, ihr Leben aufs Spiel setzen, um verfolgte Christen zu helfen, rauszuholen aus den Gefängnissen und eben auch das Evangelium zu verkündigen. So war ich eingeladen in dieser Bibelfreizeit, in dieser Missionsfreizeit im Odenwald. Waldemar Sadatschuk, der Leiter des Missionswerkes, war Prediger, hat gepredigt und er ist seit vielen Jahren ein guter Freund von mir. Und während der Predigt bleibt er plötzlich stehen in seinem Wort und spricht in die Menge. Wir standen drinnen so im Es war Gebetszeit und Anbetung und Lobpreis. Er hat a cappella das Lied gesungen. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Kennt ihr das Lied? Anbeten neigt sich mein Herz dir zu. Mein Lieblingslied. Das war a cappella, das hat auch Gänsehautstimmung gemacht. Und der Geist Gottes hat sich ausgebreitet. Es war eine heilige Stimmung im Saal. Ich habe gespürt, ich bin im Vorhof des Himmels. So habe ich mich gefühlt. Ganz nah beim Herrn. Und dann spricht er ins Mikrofon. Wenn jemand hier ist, der jetzt ein Gelübde ablegen will, der kann das jetzt tun. Ich stand da wie vom Blitz getroffen, wie angewurzelt, die Gänsehaut lief auf und ich habe genau gewusst, Gott spricht jetzt mich direkt an. Das ist genau das Thema. Ich kämpfe seit Monaten mit diesem Problem Alkohol, das ich früher befreit wurde und das jetzt immer so als kleiner Fuchs mich gefangen genommen hat.
wie gesagt, nicht besoffen, aber immer so auf der Kippe und mir die Freude genommen hat und mich einfach mich schmutzig gefühlt hat. Und der Teufel hat immer gesagt, du willst Gott dienen, schau, du fällst doch immer wieder, du kannst dich doch nicht beherrschen, du kannst nicht Nein sagen und. Und dann habe ich gewusst, jetzt bin ich von Gott angesprochen. Und wie stark ich schon wieder behaftet war mit dem Thema Alkohol, war dieser Kampf, der in mir stattgefunden hat. Mein Herz hat geschrien, ja, Baptist, das ist deine Möglichkeit, frei zu werden, ganz frei zu werden. Aber der Verstand und das andere war in meiner Seele, nee, mach das nicht, das macht doch nichts, 2, 3 Schoppen Wein, 3 Bier, bist doch nicht besoffen, ist doch keine Sünde und so weiter. Ein Kampf hin und her. Aber ich habe genau gewusst, das ist die Chance, wieder endlich ganz frei zu werden. Und es war ein Kampf, ich weiß nicht, wie lange er gedauert hat, bis ich mich durchgerungen hat, habe ich gesagt, ich mache jetzt Gott ein Gelübde. Herr, ich verspreche dir, ich mache jetzt ein Gelübde, dass ich nie mehr Alkohol anpacken werde, dass ich nie mehr Alkohol trinken werde. In dieser Missionsfreizeit habe ich das gesprochen mit vielen anderen Menschen, die auch irgendwelche Gelübde getan haben. Und dieses Gelübde habe ich 2-mal gebrochen. Ich habe Gelübde abgelegt, dass ich 2-mal gebrochen habe. Ich bin 2-mal gefallen, habe 2-mal wieder Alkoholmissbrauch gemacht, habe Buße getan, habe Gott um Vergebung gebeten. Dann war zeitlang Ruhe. Dann bin ich nochmal gefallen, habe ich nochmal Alkoholmissbrauch, habe Jesus um Vergebung gebeten mit einem Zeugen, mit einem Bruder in der Seelsorge. Gott hat mir vergeben, mich wieder aufgehoben. Und seitdem bin ich frei. 2-mal bin ich gefallen. Und nachdem ich 2-mal, und ich will euch die Angst nehmen, nachdem ich 2-mal das Gelübde gebrochen habe, seitdem aber nie mehr, seitdem bin ich total frei, nachdem ich 2-mal das Gelübde gebrochen habe, spricht Gott in Israel zu mir, ich freue mich über dein Gelübde. Weil viele haben Angst vor Gelübde, dass sie fallen. Aber ich bin 2-mal gefallen und Jesus hat mich 2-mal aufgehoben und hat gesagt, ich freue mich drüber. Und seitdem bin ich so frei, seit ich das Gelübde 2-mal dann wieder Buße getan habe, dass das Thema Alkohol für mich kein Thema mehr ist. Ich muss kein Opfer bringen. Auf Alkohol zu verzichten ist für mich kein Opfer mehr. Das ist so, wie wenn ich nie Alkohol getrunken hätte. Der Körper, der sträubt sich gegen Alkohol. Ich muss mich nicht anstrengen, ich muss mich nicht zwingen. Im Gegenteil, es ekelt mich an, Alkohol zu trinken. Ich könnte das gar nicht. So hat Gott mich freigemacht, weil er sich über mein Gelübde gefreut hat, weil er gesehen hat, dass mein Herz leidet, dass ich in Sünde falle, dass ich ihn verletze. Das hat Gott gesehen, meine Herzenshaltung, so wie David, der hat auch seine Sünde wehgetan. Der hat es so gemacht, Gott, meine Ernsthaftigkeit, obwohl ich 2-mal gefallen bin, dass er mir diese Last und diese Sucht ganz weggenommen hat, dass ich nicht mehr Alkohol trinken könnte. So ist es mit dem Rauchen genauso. Ich könnte gar nicht mehr rauchen, wenn ich rauchen soll. Ich war früher stark geraucht. Gott hat es so weggenommen, dass ich mich ekle von Nico und ich konnte es gar nicht mehr riechen. Es ist kein Opfer. Ich muss mich nicht beherrschen und aufpassen, dass ich kein Mangerie esse oder das Schnuppere und ich komme wieder auf den Geschmack. Das ist so weit weg, das ist so ekelhaft für mich geworden, dass es keine Anstrengung, kein Opfer für mich ist. So sehr freut sich Gott über unser Gelübde und sieht unsere Herzenshaltung, sieht unsere Ernsthaftigkeit, dass wir ihn nicht enttäuschen, nicht verletzen wollen, dass wir ihn nicht wieder kreuzigen wollen. Und dann hat mir der Herr Dinge aufgezeigt. In der heutigen Christenheit, diese kleinen Füchse, die die Menschen beherrschen, die Christen, die ihr Leben arm machen, die Gott hindern, sie zu segnen, die Gott hindert, ihre Gebete zu erhören, weil die kleinen Füchse zwischen Gott und den Menschen stehen. Und der Herr hat mir Dinge aufgezeigt, bei mir selber, aber auch bei anderen Menschen, weil ich mache auch viel Straßeneinsätze mit der Straßenkirche. Da kommen alle möglichen Menschen, machen mit uns Seelsorge. Und der Herr hat mir gezeigt, was so die hauptsächlichen Sachen sind und speziell im Christentum. Weil durch den Medien gibt es ja auch in der Christenheit Leute, die in der Leidenschaft stehen, Pastoren, Missionare. Durch die Medien, die sich alles so verändert hat, gibt es ja Möglichkeiten für den Teufel, die Leiter Gottes zu verführen, wo niemand draußen sieht und merkt. Wenn ich dran denke, früher vor 20, 30 Jahren, da, wenn einer so einen Sexfilm anschauen musste, musste in ein Sexkino, das haben die Leute gesehen, da hat sich keiner getraut. Durch das Internet kann jeder zu Hause im Wohnzimmer alles machen, was ihm gefällt, ohne dass jemand sieht. Und das ist diese Gefahr, diese Verführung. Und diese Sachen beschmutzen uns und betrüben den Heiligen Geist. Und sie bremsen uns aus, echte Jünger zu werden, feurig Jesus zu dienen und anderen das Evangelium zu verkündigen.
Und so hat mir Gott gezeigt, dass ich das in die Gemeinden tragen soll. Wie kannst du frei werden von diesen Lieblingssünden, von diesen Süchten, von diesen Bindungen, die dich plagen, die du nicht los wirst, wo du traurig drüber bist, diese kleinen Füchse, die andere nicht so sehen können, aber du weißt es und du bist traurig drüber. Und der Herr macht es so, ich habe das bei mir selber gespürt, habe mir so den Eindruck gegeben, wenn wir bereit sind, den ersten Schritt zu tun, ich entscheide mich heute für ein Gelübde, egal welches Thema, dann sind wir die den ersten Schritt und das Gelübde auszusprechen. Es ist eine Demutshaltung und eine Glaubenshaltung. Dann ist Gott gerne bereit, den zweiten Schritt zu tun. Das heißt, du entscheidest dich, das Gelübde auszusprechen und Gott nimmt dir die Last ab. Du entscheidest dich im Glauben, du willst Gott gefallen, du willst ihn nicht betrüben, du willst ganz frei werden, weil dein Herz leidet drunter. Da freut sich der ganze Himmel, wenn wir ein heiliges Leben führen wollen, freut sich der ganze Himmel über diese Herzenshaltung. Gott sagt, er ist ein Mann mit dem Herzen David. Das sind diese bußfertigen Christen, das gefällt Gott. Ist kein Problem, wenn du fällst. Jeder fällt. Aber das Herz David, in die Buße zu tun, gleich als Erste wieder zu bekennen und umzukehren oder wie Abraham gleich einen Altar zu bauen, nachdem man ihn aus Ägypten rausgemobbt hat und verlacht hat, als Erstes einen Altar bauen, gleich zurück zu Gott, gleich sofort wieder zu Gott zurück, bekennen, umkehren, Buße tun, das gefällt Gott, das gefällt ihn so sehr, dass er sagt, Herr, mir ist eine Last, ich kriege dieses Ding nicht los. Diese Sünde, diesen Fuchs, ich bringe nicht los in meinem Leben, aber ich mache dir ein Gelübde, ich will's loswerden. Ich verspreche dir, werde es nicht mehr tun. Dann ist die Freude so groß, dass er sagt, okay, du hast den Schritt getan, ich helfe dir, ich nehme dir das ab, ich nehme dir die Sucht einfach weg. So hat es Gott bei mir gemacht. Und ist dasselbe Gott in Bayern, ist dasselbe wie in Westfalen, das dürft ihr mir glauben. Und da hat mir der Herr gezeigt, was die Probleme sind in den christlichen Gemeinden draußen. Alkohol sowieso, Rauchen, Augenlust. Augenlust, Pornografie, Fernsehen, Zeitschriften. Ein Riesenthema. Das ist das, was du heute, ich habe viele Dienste in Österreich, ich bin auch in Österreich zuständig, und es ist Ober- und Niederösterreich in der Nähe von Wien. In Tirol ist es nicht so, da verschandelt die Landschaft. Aber in diesen Gebieten sind Werbeplakate an der Straßenseite unübersehbar, riesengroß, viel schlimmer als in Amerika. Und das sind Dessous-Werbung, Unterwäsche, riesengroße, vor das richtige Nuggeteich. Du kannst es gar nicht ausweichen. Und dann beginnt das Kopfkino zu arbeiten und dann geht es weiter und bis es irgendwann zur Sünde kommt, oft die Selbstbefriedigung und dann die letzte Handlung. Oder wenn du in eine Tankstelle gehst und gehst vor zum Kassieren, so an der Autobahn muss ich ja oft an die Kasse vorne bezahlen, auf der linken Seite die ganze Reihe voller Zeitschriften. Und nicht normale, sondern viele Sexzeitschriften, auch auf einer Höhe, wo kleine Kinder mit 10 Jahren schon die ganzen Bilder sehen, lauter Nuggetei fast nur. Fast siehst in der Werbung, siehst doch fast überall auf die LKW nur noch Nuggetei. Das ist eine Last, das ist eine Verführung und speziell für Diener Gottes, die sich nicht beschmutzen wollen, aber die können fast nicht mehr ausweichen. Und es macht schmutzig, es macht traurig. Im Fernsehen sowieso, so schnell kannst du gar nicht umschalten, sind schon 6 Werbungen, alles drauf. Zeitschriften sowieso auch. Und im Internet sowieso. Sondern zeig dir Gott. So, das ist zum Beispiel dein Auge, wenn es dir zu Sünde, reiß es aus. Wenn dein Auge Augenlust hat, andere Partner anschauen, andere Geschlecht anschauen, unzüchtige Bilder oder Internet oder Filme, egal was, dann kannst du jetzt dein Auge nicht ausreißen. Aber du kannst sagen, Herr Jesus, ich mache dir heute ein Gelübde. Ich werde, wenn ich künftig zur Kasse gehe, bei der Tankstelle zu zahlen, wo ich immer auf die Bilder geschielt habe, es gibt da immer 2 Wege zur Kasse in den Tankstellen, speziell an der Autobahn. Die eine geht direkt vor zur Kasse, wo die ganzen 6 Zeitschriften sind. Der andere geht rechts vorbei, wo so ein Kühlschrank ist, wo man sich ein Eis kaufen kann und ein Kaffeeautomat ist und kommt auf der rechten Seite vor zur Kasse. Das sind keine Zeitschriften. Das ist ein Beispiel, wo es heißt, das Auge ausreißen heißt, geh dorthin, wo dein Auge nicht verführt hat. Und dann kannst du sagen, Herr, ich mache dir ein Gelübde, ich werde künftig, wenn ich zum Zahlen gehe, in der Tankstelle nicht den linken, sondern den rechten Weg gehen, wo keine Zeitschriften stehen. Oder auf meinen Weg, wenn das zum Beispiel ein Problem ist, ne? Thema Augenlust, Pornografie, wenn das jemand behaftet. Das ist ja unterschiedlich, wie die Menschen behaftet sind mit den kleinen Füchsen.
Oder ich weiß, in Bamberg, als ich noch im Internat war, auf den einen Weg zur Schule war ein Sexkino mit Plakaten, immer hat jeder gesehen, so ein Nugget Eye und so. Und der andere Weg zur Schule, da war gar nichts. Also normale Häuser. Jetzt kann ich ja so gehen oder ich kann so gehen. Und das Auge ausreißen heißt, ich gehe nicht den Weg, wo dieses Sexkino ist, sondern ich gehe den anderen Weg, wo normale Häuser sind. Das heißt Auge rausreißen. Ich wähle den anderen Weg, wo die Verführung nicht auf mich lauert. So kann ich sagen, Herr Jesus, ich mache jetzt ein Gelübde. Ich werde künftig meinen Weg zur Arbeit nur diese Straße gehen, wo nicht das Sexkino ist. Ich verspreche es dir, ich mache ein Gelübde. Oder ich werde zur Tankstelle, zur Kasse, hinten den rechten Gang vorgehen und nicht den linken, wo die ganze Verführung, diese Bilder auf mich warten. Der halt belastet ist, der halt diese Bindung hat, diese Augenlust. Ehebruch. Die Bibel sagt, wer eine andere Frau anschaut und sie begehrt, der hat schon Ehebruch begonnen. Also mit dem Auge schon und in Gedanken. Das nennt sich geistlichen Ehebruch. Dass ich einfach sage, Herr Jesus, ich mache dir ein Gelübde. Ich werde sofort an was anderes denken, ein Lobpreislied singen, wenn ich eine andere Frau oder einen Mann sehe, der mir gefällt, dass ich nicht verführt werde. Ich werde sofort beginnen, irgendein Lobpreislied zu singen oder weglaufen, damit ich nicht verführt werde. Dieses Versprechen kann ich Gott machen, damit das gar nicht aufkommt, damit diese Sünde mich gar nicht anpacken kann, dass ich gleich sofort mein Auge ausreiße oder meinen Fuß oder meine Hand irgendwo hingehe, wo die Sünde nicht auf mich wartet. Verführung, Selbstbefriedigung. Auch, Herr Jesus, ich verspreche dir, mach dir ein Gelübde, dass ich das niemals tun werde. Übertreibung und Untertreibung ist in der Christenheit ein Riesenproblem. Ich selber war total behaftet. Ich habe immer so diese Anerkennungssucht gehabt. Ich möchte bewundert werden, Applaus. Weil ich habe im Elternhaus keine Liebe bekommen. Und da habe ich gedacht, ich muss auffallen, ich muss Gutes tun und dass die Leute mich loben, weil mein Papa hat es nie getan. So, wenn ich in einer Christen, und da war ich schon gläubig, in einer christlichen Versammlung irgendwo gepredigt habe, oder Chapterarbeit gemacht, na, wie viele Gäste waren da, hast immer lieber ein bisschen mehr gesagt. Ne? Wenn es 100 da waren, hast du lieber 120 gesagt. Man wusste es ja nicht genau, aber lieber ein bisschen übertreiben, hört sich doch besser an. Ne? Oder lieber dann untertreiben, wenn man gesagt hat, na, wie war es und so, immer ein bisschen weniger sagen. Dort, wo es positiv für mich geklungen hat, ein bisschen übertreiben, ein bisschen untertreiben, ist bei den Christen oft, gerade mit Veranstaltungen, ne, wie groß ist denn deine Gemeinde, wie viele Gottesdienstbesucher habt ihr und so, tut man gern sich ein bisschen gut darstellen. Das ist in der Christenheit ganz weit verbreitet, habe ich kennengelernt, und es ist nichts anderes als Lüge. Auch hier kann ich sagen, Herr Jesus, ich mache dir ein Gelübde, ich werde nie mehr übertreiben und nie mehr untertreiben. Ich werde immer genau die Wahrheit sagen, die Stückzahl und so weiter. Auch wenn ich dabei schlechter dastehe. Das ist das, was mir der Herr gezeigt hat, was in den Gemeinden vorhanden ist. Faules Geschwätz. Die Bibel sagt, lasst kein faules Geschwätz über eure Lippen kommen. Viele denken, faules Geschwätz, es ist so mit Witze und so. Nein, ein guter Witz, der sauber ist, ist keine Sünde. Bringst den anderen zu lachen, tust ein gutes Werk. Faules Geschwätz ist, über die anderen zu schwätzen. Über Nachbarn zu reden, über die Gemeindeglieder zu reden. Hast schon gehört, denen ihre Schwiegertochter, hast schon gehört, denen ihre Kinder, hast schon gehört, da und so weiter. Und das Negative, das klingt ja so interessant. Man tut sich so gerne mit den anderen unterhalten, über die anderen ihre Probleme, über die anderen ihre Sorgen und ihre Nachteile, weil man ja selber jetzt nicht behaftet ist und froh ist, wenn einmal andere Probleme haben. Und da tut man sich so gut drüber austauschen. Und es ist so schön und so cool. Also, faules Geschwätz ist, über die anderen negativ zu reden. Das Gute sollst du sagen, das Böse sollst du zudecken oder das Schlechte. Also Gott aufdecken, aber so richten, andere richten. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich kenne so viele Christen, die andere Christen richten, weil sie nicht so fromm sind, weil sie nicht so gläubig sind, weil sie nicht so oft ins Gottesdienst kommen, weil sie nicht so treu zur Kirche gehen oder in den Hauskreis oder egal was. Andere richten wird bei den Christen, gerade mit anderen Dämonationen, anderen Konfessionen, jeden Tag x-mal gemacht. Warum haben wir denn so ein laues Christentum im Westen? Weil die Einheit fehlt. Dort, wo die Einheit im Geiste ist, dort hast du den Segen verheißen, sagt das Wort. Aber man tut sich gegenseitig richten, weil ja nur wir das die einzige Gemeinde sind, die alles richtig machen. Alle anderen machen es ja falsch. Und man sieht, dass Gott Wunder tut, man sieht, dass Gott diese Gemeinde, die andere gebraucht, die hat einen anderen Namen, man sieht das Werk Gottes und dort tut man sie richten und so ist ein Geist von unten. Oder das ist nicht biblisch, was die machen. Und man sieht das Werk Gottes und du das Werk Gottes verurteilen. Richten ist eine schlimme Sache innerhalb der Christenheit. Schadenfreude. Hab's doch gleich gewusst, dass das nicht gut geht. Da schau, die wollen jetzt eine Gemeinde gründen und einen Hauskreis. Jetzt haben sie zwei Leute.
mal drei, jetzt werden immer weniger. Habe doch gleich gewusst, das taucht nichts. Da ist man schadenfreudig, wenn das Werk Gottes kaputt geht. Man freut sich noch drüber, weil es ja Menschen machen, die mir nicht sympathisch sind. Die ja alles falsch machen, weil ich der Einzige bin, der es richtig macht. Schadenfreude oder über Spötter und Feinden. Schadenfreude, wenn andere mich verurteilen oder über mich spotten und ich höre das und denen geht schlecht, bin ich schadenfreudig. Dabei sagt die Bibel, sollst denn auch deine Feinde lieben. Und Feinde, schadenfreudig über Feinde, ich weiß das, ich habe das selber alles gemacht. Denk bloß nicht, dass ich da der einzige Heilige davon bin. Ich habe das selber bei mir erlebt, dass, da war ich schon gläubig, dass Menschen, mit denen ich in der Gemeinde manchmal einen Streit hatte oder Uneinigkeit hatte und ich habe gemerkt, die haben irgendwie Probleme im Beruf, in der Familie, in der Ehe, habe ich mich gefreut drüber, als Christ. Kennt ihr sowas? Schlimm. Meinst du, dann kann Gott dich segnen, wenn du immer super drauf bist und du freust dich, wenn es deinen Feinden schlecht geht? Schadenfreude. Spott über andere Religionen. Ich habe immer sehr viel über den Katholizismus gespottet, weil die mich verfolgt haben, weil ich ausgetreten bin, die haben mich verfolgt. Ich habe auch Hausverbot gehabt im Elternhaus. Es war schlimm, ich habe viel geweint, aber ich darf nicht über sie spotten. Die sind verirrt, sie sind einfach in die Irre geführt worden. Man muss Mitleid mit denen haben und beten, dass sie da rauskommen. Und da habe ich über die anderen Religionen und über andere Menschen gespottet, über andere Denominationen, spotten über andere Denominationen. Ja, wenn einer sagt zum Beispiel, geht einer im Gottesdienst in eine charismatische Versammlung und ruft rein, wer einen Kaffee möchte, die Hand mal runter. So ungefähr. Ich meine, das sind ja schöne Witze, das sind ja sympathisch. Aber es ist oft so, dass eben manche machen es anders und dann wird drüber gespottet, ne? Weil wir sind nämlich die Einzigen, die das richtig machen. Im Christentum sage ich das, gell? Ich rede zu Christen und von Christen. Heute bin ich gefallen in ein Thema, Völlerei. Völlerei ist eine Sünde, steht in der Bibel. Kleiner Fuchs. Ich rede nicht davon, wenn du dich satt isst, das ist keine Völlerei. Völlerei ist, wenn ich satt bin und ich hau nochmal richtig rein. Ich habe es heute getan. Ich war satt und die Larissa hat so gut gekocht. Und ich habe nochmal einen vollen Teller genommen, weil mir so geschmeckt hat, dass ich richtig da rein bin, boah, wie ich voll gefühlt habe. Es war Völlerei, weil es war kein Hunger, das war genascht und es war Völlerei. Und wenn es einmal geht hier in Westfalen, wo die Leute so gut kochen, dann ist es okay, dann tue ich Buße, so Herr, vergib mir und dann ist es wieder vorbei. Aber es gibt da Menschen, die machen das ständig. Die machen immer Völlerei. Die sind satt und dann tun sie nochmal raus und nochmal raus und nochmal rein. Weil die machen das nicht, um sich zu sättigen, sondern und weil es schmeckt, sondern die machen es aus Frust. Diese Frustfraß. Die tun sich belohnen, weil sie Probleme haben, fressen sie das in sich rein. Das ist kein Hunger mehr, das ist, du tust, machst Götzendienst. Weil deine Probleme ist Jesus da. Jesus sagt, alle Sorgen, Probleme werfet auf mich, ich sorge für euch. Und manche nehmen das Essen, um sich zu belohnen, Völlerei, um ihren Frust loszuwerden. Die fressen das in sich rein. Das sind die mit den Bauchmuskeln, die halt am falschen Platz sind. Völlerei. Herr, ich mache dir ein Versprechen. Ich mache ein Gelübde, dass ich nie mehr Völlerei treiben werde. Das heißt, ich werde nie mehr essen, bis ich satt bin. Wenn ich satt bin, werde ich aufhören. So kannst du auch dein Übergewicht loswerden, unter anderem. Weil denk dran, es ist nicht schlimm, wenn du mal mehr isst, als du Hunger hast. Aber es geht darum, wenn du immer mehr isst, um einfach dich zu befriedigen. Und deine Seele, die schreit irgendwie nach Belohnung oder schreit irgendwie, weil du Probleme hast und durch das Essen versuchst du, deine Probleme zu kompensieren. Machen sehr viele, weiß ich aus der Seelsorge. Eine schnelle Zunge. Das war für mich ein Riesenproblem. Ich bin in der Regel ungeduldig. Und wenn ich mit jemand geredet habe, da habe ich schon genau gewusst, wenn der den Satz begonnen, habe ich genau gewusst, was der sagen will, was der meint damit. Und habe ich ihm unterbrochen, ich weiß schon was. Ne? Also der hat begonnen, einen Satz zu beginnen. Ich wusste genau, wenn der fertig ist, will er das und das sagen. Und da habe ich ihm das Wort genommen, habe gleich den Satz zu Ende geführt. Das ist beleidigend. Es hat schon immer gestimmt. Ja, ja, das wollte ich sagen, das habe ich doch gewusst, deswegen habe ich unterbrochen. Aber es ist beleidigend. Und schnelle Zunge. Die Bibel sagt, sei schnell zum Hören und langsam zum Reden.
Auch hier kann ich Gott, wenn das ein Problem für mich, ich kenne Leute, die nehmen, haben ein Gespräch miteinander und der andere mischt sich einfach rein. Die können nicht warten, bis die beiden zu Ende sind, sie fängt mittendrin an einfach. Das ist ätzend, das habe ich schon oft erlebt, das ist schlimm, das ist sowas demütigend. Und die merken das oft gar nicht. Und es ist eine Behaftung, ohne dass wir selber merken, das sind diese Holz, Heu und Stroh, wie die Bibel sagt, diese negativen Charaktereigenschaften. Herr, ich mache dir ein Gelübde, ich werde nie mehr andere unterbrechen. Ich werde andere immer aussprechen lassen. Du glaubst gar nicht, wie Gott es gefällt und wie das den Menschen gefällt. Wenn sie merken, hey, der lässt mich ausreden, kenne ich den bei gar nicht, das ist doch ein super Typ, hä? Dass der das kann. Ja, Gott kann das für dich. Eifersucht und Neid. In der Gemeinde Gottes gibt es geistliche Neid und Eifersucht. So krass, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Weil der vielleicht wunderschön singen kann oder predigen kann oder Musikinstrument hat oder weil der einfach seine Hauskreisarbeit wunderbar macht oder der Pastor, denn seine Gemeinde wächst und denn sein Hauskreis wächst. Und da ist man neidisch, anzahlt, dass man sich freut. Herr, ich danke dir, dass du den Bruder so gebrauchst. Ich danke dir, dass die Schwester so schöne Stimme hat, dass sie so schön singen kann und unsere Gemeinde dadurch gesegnet ist. Ich danke dir dafür. Du hast mir andere Talente gegeben. Preis sei dir dafür. Nee, die sind eifersüchtig. Herr, ich gebe dir ein Gelübde, ich werde nie mehr auf Glaubensgeschwister eifersüchtig und neidisch sein, die dir dienen mit den Gaben, die du ihnen gegeben hast. Im Mittelpunkt stehen. Ich war ja auch betroffen, weil ich keine Vaterliebe bekam, wollte ich das kompensieren, dieses Defizit. Ich wollte immer im Mittelpunkt stehen. Früher im alten Leben noch schmutzige Witze immer erzählt. Ich wollte auffallen, im Mittelpunkt stehen. Ich wollte Anerkennung, wollte Applaus für mich, Anerkennung. Seitdem ich weiß, dass der Vater mich liebt, so wie ich bin, und dass ich gewollt und geliebt bin, kein Unfall bin und kein Zufall, weiß ich bin wertvoll in seinen Augen, ohne dass ich auffallen muss, ohne dass ich erfolgreich bin. Er liebt mich, wie ich bin. Und da kannst du frei werden. Und dass du nicht mehr, ihr kennt doch Situationen, wenn irgendeine Party ist oder eine Feier, jetzt kommt der, jetzt ist der Tag gelaufen, jetzt brauchst du nichts mehr sagen, weil der, jetzt kommt keiner mehr zu Wort. Kennt ihr sowas? Seid froh, dass ihr solche Menschen nicht kennt. In Bayern gibt es die. Seid froh, dass es hier die nicht gibt. Du kannst sagen, Herr Jesus, ich mache dein Gelübde, ich möchte nie mehr im Mittelpunkt stehen, ich werde immer am Rande stehen, ich werde mich so verhalten, demütig, wie es auch in der Bibel steht, werde mich bei der Hochzeitstafel unten hinsetzen. Natürlich weiß ich, dann werde ich nach vorne gerückt, ne? Aber ihr wisst die richtige Motivation. Rücksichtsloses Autofahren, auch überhöhte Geschwindigkeit. Das ist ein Riesenproblem bei mir, ein großer Fuchs ist es bei mir, weil ich habe immer Termine in ganz Deutschland, Österreich und muss ich da und da sein und da rase ich 220 und es ist für mein Leben eine Herausforderung, das ist für die Engel ein Riesenstress, die mich ja beschützen sollen und es ist auch, ich tue Gott Versuchung, ich setze mein Leben aufs Spiel und das Spiel der anderen, weil wenn ich einen Unfall baue mit meiner hohen Geschwindigkeit, tue ich ja andere ihr Leben aufs Spiel setzen. Rücksichtsloses Autofahren. Und da haben wir noch einen Fisch oft hinten drauf und da überholen wir mit 240. Da schau, die Christen, die sind doch auch nicht besser wie wir. Ein Fisch haben sie drauf, aber rasen tun sie wie ein Adler, ne? So ungefähr. Wie ein Roadrunner. Also überhöhte Geschwindigkeit. Wenn 120 angegeben ist, habe ich immer 140 gefahren. Wenn es in einer Stadt 50 ist, bin ich immer 70 gefahren. Ich war immer drüber. Komischerweise, ne? Immer ein bisschen drüber. Auch hier muss ich sagen, Herr, ich mache dir ein Gelübde, ich werde mich immer an die Verkehrszeichen halten. Kannst du machen. Und Gott wird dir helfen, das einzuhalten. Früh aufstehen. Du Fauler, wie lange schläfst du noch, steht in der Bibel. Kennt ihr sowas? Du stehst, der Wecker klingelt, du müsstest aufstehen. Ach, ich möchte noch ein bisschen schlafen. Okay, du schläfst noch ein bisschen. Irgendwann gehst du raus und sagst, jetzt wollte ich meine stille Zeit machen, jetzt wollte ich meine Bibel lesen und noch beten. Ach, jetzt klingelt schon das Telefon, jetzt muss ich schon die Kinder wegbringen. Und dann ist der Tag gelaufen und ich habe keine stille Zeit gefunden. Kennt ihr sowas? Und der ganze Tag läuft schief, weil ich habe früh die Zeit nicht gefunden, meine Zeit mit Gott zu haben. Weder zu beten, noch in der Bibel zu oder Lobpreis zu singen. Und wenn du mit Gott den Tag beginnst, wenn es nur 10 Minuten gehen, läuft der Tag gut. Aber wenn du aufstehst und gehst voll in den Tagesstress hinein, ohne dass du stille Zeit hast, weil du ja nicht aufgestanden bist, weil du lieber faul warst, wie lange schläfst du noch, du Fauler? Das steht in der Bibel. Und ohne stille Zeit, weiß ich von mir selber, ist es grausam. Jetzt mache ich es. Ja, wenn der weg ist, wenn das Telefon, dann nehme ich meine Bibel, dann hole ich das nach. Und der Tag geht rum und hast es nicht nachgeholt. Und dann bist du abends total traurig, weil du den Tag versäumt hast, weil ein Tag ohne Gott ist ein wertloser Tag.
Herr, ich mache dir ein Gelübde, ich werde sofort aufstehen, wenn der Wecker klingelt. Wenn du das Gelübde machst, ich spreche dir, du stehst auf, weil du willst Gott nicht enttäuschen. Und dann beginnst du die stille Zeit mit Bibel und Gesang und der Tag läuft wunderbar. Ehepaare, lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Ach, schläft sie schon? Sie müsste sich eigentlich entschuldigen. Eigentlich ist ja sie dran schuld. Die Sonne ist eh schon untergegangen, als wären wir gleich schlafen. Ich weiß ganz genau, wenn jetzt sich keiner entschuldigt, morgen, wenn wir aufstehen, ist der Keil noch größer als jetzt. Und dann dauert es noch länger, bis wir wieder miteinander reden. Aber sie ist ja schuld. Sie müsste ja jetzt eigentlich sagen, du, es tut mir leid. Aber da kommt nichts. Und du machst auch nichts, schläfst da ein, nächsten Tag stehst früh auf und das Bocken geht weiter. Das Zicken und der Feindschaft ist da. Aber die Bibel sagt, lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Und ich habe mich entschieden, ich habe ein Versprechen gemacht, ich gebe Gott ein Gelübde, Herr, der Göllner wird sagen, ganze Jahr, ob meine Frau schuld ist oder ich, ich werde immer der Erste sein, der sich entschuldigt. Ob ich schuldig bin oder sie, das ist mir wurscht. Ich werde mich immer als Erste entschuldigen. Und komischerweise, wenn ich sage, Lüder, tut mir leid, bevor wir einschlafen, ich möchte mich entschuldigen, ich möchte Frieden mit dir haben. Komischerweise ist die sofort bereit, auch zu entschuldigen. Aber der erste Schritt, diese Demut, das ist immer ganz schwer. Aber entscheide dich, mach du den ersten Schritt, weil Gott segne dich und belohne dich dafür. Herr, ich mache dir ein Gelübde. Ich werde immer der Erste sein, der sich entschuldigt bei meinem Ehepartner, bei den Kindern oder egal bei wem. Und ihr werdet den Segen spüren. Und ihr werdet friedlich einschlafen und nächsten Tag früh werdet ihr meinen Kuss geweckt werden von euren Ehepartner. Und Kaffee am Bett, solche Sachen erleben. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, sagt die Bibel. Amen. Wenn du deine Frau liebst, die tut alles für dich. Dann, ich bin gleich zu Ende. Gleich allen Menschen vergeben. Das sind alles Dinge, die mir der Herr so ins Herz gelegt hat. Gleich allen Menschen vergeben. Oh, der hat mich jetzt ganz schön verletzt. Was der jetzt gesagt hat nach dem Gottesdienst, das passt mir gar nicht. Boah, normal müsste ich ja vergeben, ich weiß. Den lasse ich aber ein bisschen zappeln. Ich kenne eine Frau, ja, ich weiß schon, ich muss den vergeben. Aber so einfach mache ich den das nicht. Den lasse ich schon ein bisschen zappeln, der soll schon ein bisschen spüren, dass mir das stinkt. Da vergeht ein Tag und vergeht zwei Tage. Und ich kenne eine Geschichte von einem Ehepartner, eine wahre Geschichte. Da war es auch so, der Mann hat seine Frau verletzt und die hat gebockt. Sagen wir in Bayern, wie sagt ihr? Gezickt. Und hat nicht vergeben. Und hat gesagt, den lasse ich zappeln. Den lasse ich zappeln, bis der klein gekrochen kommt. So leicht mache ich es dem nicht. Und dann ging er weg zum Reisedienst, war Vertreter. Und einen Tag später klingelt sie an der Haustür der Polizei. Wir müssen ihnen mitteilen, dass ihr Mann einen tödlichen Unfall hatte. So kann es gehen. Nee, Herr Jesus, ich mache dir ein Gelübde. Ich werde sofort jeden Menschen vergeben, der mich verletzt und enttäuscht hat. Sofort. Ohne Pause. Damit nicht sowas passieren kann. Und du bekommst eine Freude und einen Segen vom Herrn. Und dieser Mensch wird dich lieben. Dann noch zum Schluss. Es gibt da verschiedene Gemeindedenominationen bei uns. Die zahlen ihren Zehnten. Oder einfach das Opfer für die Gemeinde. Und manche haben richtig Stress damit. Oh, jetzt muss ich schon wieder opfern. Muss ich schon wieder meinen Zehnten zahlen. Jetzt muss ich schon wieder opfern. Die kommen schon wieder mit den Körble darum. Ich habe eh selber kein Geld und so weiter. Aber ich muss ja und so weiter. Na, diesmal gebe ich, nächstes Mal nichts und so weiter. Wenn du so denkst und fühlst, dann behalte dein Geld. Weil das verabscheut Gott. Weil was sagt die Bibel? Einen freudigen Geber hat Gott lieb. Einen freudigen Geber. Wenn du deinen Zehnten gibst in die Gemeinde, es sind halt manche Denominationen, oder dein Opfer gibst in die Gemeinde, mach es mit freudigen Herzen und nicht traurig, weil du jetzt weniger hast. Weil die Bibel sagt, wer gibt, den wird gegeben werden. Und einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das heißt, du bekommst Segen. Und wer viel gibt, dem wird viel gegeben. Ein volles, gerütteltes Maß, überlaufendes Maß. Deswegen kannst du auch tun. Ich kenne so viele Leute, weil ich Banker bin, kommen viele zu mir. Wie ist denn das mit den Zehnten, mit den Opfern? Muss ich das wirklich in der Bibel? Dann versuchen sie, Bibelstellen zu finden, wo das überhaupt nicht dran ist. Und das war doch Altes Testament. Und wo steht und so weiter. Wenn einer so denkt und fühlt, dann kannst du das vergessen. Das sind die, die mir sagen, du kannst mir einen Rat geben. Ich habe finanzielle Probleme. Und dann frage ich, gibst du deinen Zehnten? Gibst du dein freudiges Opfer in der Gemeinde? Naja, nicht immer so. Aber ich sage, weiß ich schon. Brauchen wir gar nicht weiterreden.
Gib freudig dein Opfer in die Gemeinde, gib freudig dein Zehnten und du wirst gesegnet werden. Und auch hier, wenn einer eine Bindung hat, das ist der Geiz. Geiz ist eine große Sünde. Ein Geiziger, sagt die Bibel, wird das Reich Gottes nicht schauen. Und einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich bin viel in afrikanischen Gemeinden auch zum Dienen. Wenn da das Opfer eingesammelt wird, die sammeln nicht ein, sondern da steht vorne ein Korb und da spielt die Musik und die gehen tanzend nach vorne und schmeißen ihr Geld rein als Opfer und gehen tanzend zurück mit einer Freude. Und es ist nicht gespielt, das siehst du, dass es ein Spiel ist. Und die sind gesegnet. Das sind die Afrikaner, die unser Opfer nicht brauchen, die nicht unsere Entwicklungshilfe, das sind die, denen es finanziell gut geht. Also wenn du hier Probleme hast, finanzielle Probleme hast, dann sag, Jesus, ich mache dir heute ein Gelübde. Ich werde künftig freudig, pünktlich meinen Zehnten oder mein Opfer geben in die Gemeinde. Weil das ist auch biblisch. Wo ist denn diese junge, hübsche... Ja, sie ist schon da. Ihr habt wunderschöne Menschen in eurer Gemeinde, wunderschön. Ich habe gestern gesagt, Sünde macht die Menschen kaputt, Sünde macht auch die Menschen hässlich. Aber die Liebe Gottes und der Geist Gottes in uns, der macht schöne Menschen aus. Und sie hat so schöne Menschen unter euch, so strahlende. Ihr seid ein Segen. Die Deutschen, die aus Russland gekommen sind nach Westdeutschland, ihr seid ein Segen für unser Land, wirklich, in jeder Beziehung. So, ich möchte euch einladen. Ich hoffe, ich habe ich überzogen? Passt noch? Okay. Ich denke, jeder weiß, was ich gemeint habe. Jeder hat ein anderes Problem. Wenn einer kein... Ein Pastor hat ein Schild an seine Haustür gehängt. Da steht drauf, wenn du Probleme hast, dann komm in mein Haus und erzähl's mir. Ja, also dann kann man ja dafür beten. So. Und weiter drunter stand auf dem Schild, wenn du keine Probleme hast, dann komm in mein Haus und erzähl's mir, wie du das geschafft hast. Also wenn jemand da ist, der von keinen kleinen Fuchs, diese kleinen Sünden, die Lieblingssünden, die wir nicht loswerden und kämpfen. Wenn einer überhaupt nichts hat in der Beziehung, dann preist dem Herrn dafür, dann darfst du jetzt ihm ein Loblied singen, weil du bist wirklich die Ausnahme. Ich war bei vielen behaftet, diese Dinge, aber Gott hat mich durch das Gelübde geheilt, ohne dass es da eine Anstrengung war. Und denk, was ich gesagt habe, ich habe zweimal mein Gelübde gebrochen. Und Gott hat mir zweimal vergeben, hat mich wieder aufgehoben und nachdem ich zweimal gebrochen habe, ich wiederhole mich extra, spricht der Herr zu mir über einen Mann, der nichts wusste, der hat es überhaupt nicht gewusst, dass ich da was gemacht habe. Nachdem ich das Gelübde zweimal gebrochen habe, hat der Herr zu mir gesprochen, ich freue mich über dein Gelübde. Keine Angst, wenn du fällst, der Herr lässt dich nicht liegen, er hebt dich wieder auf. Wichtig ist, dass du Buße tust, so wie David, dass du umkehrst und um Vergebung bittest, dann hebt er dich wieder auf. Aber irgendwann bist du durch. Und du kannst dein Gelübde machen. Ich würde vorschlagen, mach erst eines. Nicht viel auf einmal, das vergisst du sonst. Mach ein Gelübde mit deiner Lieblingssünde, die dich am meisten behaftet. Und schreib es zu Hause auf ein Blatt Papier mit Datum und das Thema. Und wenn du merkst, ich bin durch, wie bei mir mit dem Alkohol, das ist dann weg, das, wenn ich nie das Problem gehabt hätte. Das brauche ich gar nicht mehr, aufpassen, das Gelübde einzuhalten. Das ist weg, das ging gar nicht mehr. Das hat mir der Herr geschenkt und mich genommen. Und wenn du so weit bist, dass dieses eine Problem weg ist, dann nimm das zweite Gelübde in den Mund. Sag, Jesus, ich mache dir jetzt wieder ein Gelübde. Ich werde das und das nicht mehr tun. Ich habe euch Beispiele genannt. Jeder weiß doch selber, wie er das tun kann. Und mit Datum und mit Thema. Und wenn du merkst, es ist weg, du hast kein Problem mehr damit. Wenn du merkst, du musst gar nicht mehr aufpassen, das ist gar kein Opfer, kein Verzicht mehr für dich, dann nimm das nächste Thema dran. Und dann wirst du das Wort Gottes erfüllen, strebe nach der Heiligung, ohne die niemand selig werden wird. Amen. Und dann kannst du Holz, Heu und Stroh verbrennen, so mit dem Thema. Das sind die negativen Charaktereigenschaften, damit Gold, Silber und edle Steine hervortreten. So steht es in der Bibel. Preis dem Herrn. Und wenn ihr da so wunderbare Geschwister in der Gemeinde habt, die alle da gereinigt sind, naja, das ist ja fast zu schön. Du denkst ja, du bist im Himmel, wenn du reinkommst. Dann wollt ihr gar nicht mehr entrückt werden, weil ihr sagt, Herr, es ist so schön in Paderborn, uns gefällt so, dann wollt ihr gar nicht mehr entrückt werden, das ist auch nicht gut. Ne? Aber glaubt mir, der Feind, der findet schon immer wieder, hat schon immer wieder Ideen, wo er stolpern lassen kann. Aber ihr wisst es ja auch. Ich lade euch ein, wer möchte es freiwillig, kannst du jetzt Gott ein Gelübde machen? An deinem Platz, so wie ich damals auf dieser Missionsfreizeit. Auf deinen Stuhl, an deinem Platz, du musst nicht nach vorne kommen. Ich bitte unsere liebe Schwester, uns Musik zu begleiten, dass es nicht so totenstill ist.
Und ihr könnt jetzt mit Gott schwätzen, sagen die Schwaben. Ihr könnt jetzt mit Gott reden und könnt ihr ein Gelübde sagen oder zwei, was ihr verkraften könnt, nicht zu viel. Aber notiert euch zu Hause mit Datum und das Thema und macht dann so weiter zum nächsten, dass ihr nicht durcheinander kommt. Ich lade euch ein, wer möchte, kann dazu aufstehen, weil es ist ein heiliger Moment. Es ist ein heiliger Moment, es ist eine Demutshaltung, wo sich der ganze Himmel drüber freut. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich habe jetzt eine Gänsehaut. Im Himmel ist jetzt eine Riesenfreude, dass es in Paderborn eine wunderbare Gemeinde gibt, die traurig drüber sind, dass sie diese kleinen Füchse belästigt werden, die traurig drüber sind, dass sie Lieblingssünde haben, die sie nicht loswerden, die traurig drüber sind, dass sie sich ständig neu beschmutzen, die traurig sind, dass sie ständig den Geist Gottes betrüben, die traurig sind, dass sie Jesus immer wieder kreuzigen und dadurch ihr Dienst im Reich Gottes gebremst wird und dadurch den Feind eine Tür auftun, der sie ausbremsen kann, dass sie sich schmutzig fühlen. Da ist jetzt im Himmel eine riesengroße Freude. Das sage ich euch, das verspreche ich euch, das ist die Wahrheit. Der Herr wird euch riesig dafür segnen und belohnen. Und habt keine Angst, wenn ihr fallt, sagt Jesus, ich bekenne das. Nimm einen Ältesten oder einen Pastor dazu oder eine Vertrauensperson. Bekenne es und dann Zeugen. Ich bekenne, dass ich das Gelübde gebrochen habe. Aber es tut mir leid. Bitte vergib mir, ich will weitermachen. Ich wiederhole dieses Gelübde aufs Neue. Ich habe es zweimal getan, bis ich dann total durch und frei war. Der Herr stellt sich zu dir. Er nimmt dir die Last normal ab. Du musst nur den ersten Schritt tun. Ich lasse euch jetzt ein paar Minuten alleine mit euren Heiland. Geht mal raus und so 3-4 Minuten könnt ihr mit Gott das ausmachen und dann mache ich den Schluss. Kannst ein bisschen lauter spielen. Himmlischer Vater, ich danke dir im Namen Jesus, dass so wunderbare Geschwister hier sich gedemütigt haben. Und dass es ihnen eine Last ist, diese kleinen Füchse loszuwerden, diese Lieblingssünde, und du freust dich. Und ich spüre diese Freude und diese Liebe, die sich jetzt ausgießt vom Himmel herab auf die Erde in diese Halle, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der traurig ist über diese Lieblingssünden und dass er dir verspricht, heute es loszuwerden, es nicht mehr zu tun. Vater, belohne du diese Demut. Belohne sie, indem du sie segnest in allen Bereichen ihres Lebens. Belohne sie, indem du ihnen hilfst, ganz frei zu werden. Ich bete, dass du es in deine Hände nimmst. Sie haben den ersten Schritt getan, Vater. Ich bitte dich, dass du ihnen die Lasten abnimmst, die Süchte, die Bindungen einfach wegnimmst. Dass es eine Leichtigkeit wird, dieses Gelübde einzuhalten. Hilf ihnen, das Gelübde nicht zu brechen, es durchzustehen. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesus. Und segne und belohne die ganze Gemeinde dafür, für diese wunderbare Haltung. Ich will noch zum Schluss euch ein paar Bibelstellen durchsagen, die das Thema Gelübde bestätigen, dass das Altes und Neues Testament ein Thema ist, weil man leider zu wenig drüber hört und gepredigt wird. Ihr dürft euch mal setzen, wer will, kann das kurz mitnotieren, könnt ihr nachlesen, dass das Thema heute biblisch war und ist. Wer will, kann es mitnotieren. Ich sage nur die Bibelstellen, ich lese jetzt die Texte nicht vor, könnt ihr selber nachlesen. Wenn ihr sagt, ja, wo steht es in der Bibel mit Gelübde, wo gibt es heute noch, es war doch früher und im Alten Testament und. Psalm 22, Vers 26. Psalm 50, Vers 14. Psalm 61, Vers 6. Psalm 65, Vers 2. Psalm 116, Vers 14. Das war Altes Testament, Neues Testament, Apostelgeschichte 18, Vers 18, Apostelgeschichte 21, Vers 23. Einfachste ist, du nimmst eine Konkordanz und nimmst die Stelle Gelübde und dann hast du alle Bibelstellen aufeinander. Okay, ich bin am Ende. Würdest du übernehmen? Ich danke für eure Geduld, für eure Aufmerksamkeit. Ich danke für eure Demutshaltung. Ich glaube, es waren fast niemand oder ganz, ganz wenige, die heute nicht vor Gott getreten sind, um einfach dieses Thema mit ihm zu besprechen. Ich danke dir, dass ihr diese Botschaft so wunderbar angenommen habt. Ich habe euch alle lieb. Ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich heute schon wieder heim muss. Ich habe euch schon ins Herz geschlossen. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann wiedersehen.
Gott segne euch.